Ihr wolltet sicher, was kann ich für euch tun? Wo soll es hingehen? So, da jetzt das auch erledigt ist, ist, denke ich, der nächste Punkt, den wir angehen sollten. Die Insel des Vergessens oder Nadoret? Ich glaube, die Insel des Vergessens. Ja, bitte. Was ist? Wie kann ich dir helfen? Womit kann euch der Gesandte dienen? Ich habe ein weiteres merkwürdiges Bruchstück. Ich fand es bei einem Wasserdrachen. Ein Wasserdrache? Ohne Zweifel folgte auch er dem zornigen Ruf Efferts, dem Reich des Flussvaters Verderben zu bringen. Doch zeigt mir das Artefakt. Zeigt ihr. Es ähnelt dem anderen Artefakt, das ihr mir brachtet. Sicherlich gehört es auch zum Tempel. Ich spüre auch in diesem Stück die Macht des Meeresgottes. Mag sein, dass es auch eine Art Schlüssel darstellt. Vielleicht hat es mit diesem Mosaik zu tun, das ihr erwähntet. Also denn, mal ab in den Keller. Damit ist auch die Insel so weit, dass sie weiter rankommen kann. Weiter runter kann es, glaube ich, auch hier nicht mehr gehen. Und ein neues Buchstück. Lenke deine Schritte fort, wenn die Effort noch nicht die Weihe gewährt hat. Was in dieser Kammer geschieht, ist deinen Ohren nicht zu hören und deinen Augen auch nicht zu sehen bestimmt. Sieh dies nicht als eine haltlose Anweisung, sondern vielmehr als eine Warnung, wenn dir im Leib und Leben gelegen ist. Der Wille des Herrn der Gezeiten gebietet dir einzuhalten. Und jede Schaumkrone und in jeder Welle ist sein Blick. Und er weicht nicht von dir. Kehre um und er wird gütig auf dich sehen. Sitze noch einen Schritt und beschwöre seinen Zorn. Ab hier hat offenbar eine andere Person weitergeschrieben. Graulinge, mit Tabitha haben wir nicht die erst,
die erste ertappt, die sich Zugang zur Kammer verschaffen wollte. Wir hoffen aber, dass es die letzte gewesen ist. Und wir warnen euch zum letzten Mal. Bleibt der Kammer fern. Denn was darin ist, übersteigt euer Verständnis von Effert und seinen Wegen. Ja. Ja? Weiche! Was? Bei Angros Schwarz! Was? Was? War ihr? Ja. Ei? Achtung! Ja. Ei. Ja? Ich mach das schon. Aber sicher. Hm? Was? Klarum purum. Was? Aber sicher. Ja. Ha! Ha! Hm? Na? Na? Ja. Komm schon! Komm schon! Was? Ei. Achtung. Ja? Wird gemacht. Ich mach das schon. Ja. Ei. Sanyasa. Ja. Ja.
Ja. Was? War ihr! Was? Angriff! Angriff! Bei Angriff Spart! Ja. Komm schon! Komm schon! Ja. Achtung! Achtung! Ja. Komm, komm! Ja. Ei? Aber sicher. Gut. Hm? Ich mach das. Also jetzt zwischenspeichern. Die kleine Krabbe ja? möchte wohl wirklich Weiche. Ärger haben. Ja. Ja. Bei Angriff Spark! Ja. Ja. Ei? Ei? War ihr! War ihr! Na? Ja? Ja? Sanyasa! Ja. Ja. Hoho! Ja. Was? Ja. 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 Ei. Weiche.
Weiche! Was? Bei Angriff! Schön hinter mir bleiben! Angriff! Ja! Ja! Komm schon! Ja. 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 Hm? Bei Angriff schwach! Sanyasa! Ei? Hm? Soll ich schleichen? Ja. Balsam Salabunde. Ei. Na? Ja. Weiche. Weiche. Ja. Wie soll ich den Burschen vernünftig besiegen? Wenn der Erdig viel Lebensenergie. Ei. Ha! Ha! Da! Na? Ja. Was? Angriff! Balsam Salabunde. Ja? Va'ia! Va'ia! Oh.
Ei? Sanyasa! Also damit, ich glaube, den Kampf sollte ich wann anders fortführen. Also entsteht doch erst nochmal ein Nadret auf dem Programm, bevor ich mich mit dem Krabbenlord anlege. Außerdem fehlen mir noch einige Heiltränke. Denn der Bursche kann zwar nicht viel, aber er ist halt ziemlich zäh. Und Telefon. Ja, wie gesagt, hier das ist aktuell noch nicht ganz mit der nicht ganz vollständigen Ausrüstung, die ich aktuell habe, machbar. Womit kann euch der Gesandte dienen? Erstmal bekommst du von uns noch ein bisschen Kleinkrams. Ja? Es ist eine Ehre, hier zu sein. Doch wie es mit Göttergesandten nun einmal ist, sie haben stets etwas an sich, das einem nicht ganz nachentschien. Was kann ich für euch tun? Wo soll es hingehen? Dann geht's erstmal wieder weiter nach Nadoret.